Ich parke da unten auf dem See am See. So halb zwischen den beiden Wohnmobilen, wenn es die Auflösung hergibt, ist das dort noch zu erkennen. Zumindest als schwarzer Fleck. Wir parken auch einige wild. Aber gleich aufgebaut hier mit Camping. Ja, und hier geht der Sessellift los. Ach, weil ich übrigens vergessen habe zu sagen, der Ort, wo ich stehe, also nicht geradeaus da hinterm Mast, sondern rechts hinterm Berg, der nennt sich De Dinghy. Der Platz dort am See ist bei Park for Night eingetragen, dass man hier stehen kann, ohne dass es Ärger gibt. Und scheint unreichlich genutzt zu werden. Biele Wody heißt der Ort. Irgendwas mit Wasser. Ja, hier muss man Eintritt bezahlen fürs Wandergebiet. 1,50 muss ich bezahlen. Euro. Hast du ja bei den Tschechen auch, dass du für irgendwelche Wandergebiete Eintritt bezahlen musst. Auf alle Fälle war ich bei den Tichauer Wänden. Irgendwo anders war ich auch schon mal bei den Tschechen, wo du bezahlen musstest, um einfach in den Wald zu gehen. Ja, wieder nie dran gedacht. Da gab es zwei oder drei Caches, die ich noch mitnehmen wollte, will. Aber hätte ich, wenn ich unten in das Tal reingegangen bin, mir die erstmal speichern sollen. Da hier in diesem zerklüfteten Tal nun wirklich der Handyempfang sein muss, kann. Das hätte ich da, die hätten den Wald vollbauen müssen mit Handymasten. Ging noch gar nicht weit hoch. Da musste ich sich mit ihrer Tochter schon wieder ziehen lassen. Die ist total fertig. Und das nach dem ersten, was weiß ich, 300 Metern, die hier reingeht. Ah, wie soll die oben ankommen? Ja, an dem einen bin ich doch auch 200 Meter vorbeigelaufen. Also gesagt, 225 Meter zeigt er jetzt an. Dann müssen wir noch mal ein Stück zurück. Aber wegen 200 Metern kommen wir auch noch mal zurück. Ich bin ja nie erst 30 wie die Frau da oben, die es nicht schafft. Ich bin ja schon ein bisschen älter, also kann schon ein bisschen weiterlaufen. Diesen Platz wollte man uns zeigen mit diesem Test. Hab ihn. Ja, hier vorne lagen Steine lustig aufeinander gestapelt, hat man aber nicht gesehen.
Und dann bin ich noch einmal rumgegangen und da lagen hier auch Steine und unten runter sieht man die Dose. Ach, und das habe ich ja gar nicht gesehen, hier ist ein Härtel. Weil ich es noch nie gedacht habe, das sind die Wasserfälle von Nalapka. You can visit one of the shortest gorges of the Slovak paradise. This is its most beautiful part. At 22,5 meter high waterfall, this film since 1963. It is named after the hero of World War II, fight Captain Jan Nalepka, who worked as a teacher in Rinti, Biele, after I was somewhere vorbeigekommen. Rinti, also Biele Wadi. The stream that flows through the waterfall is only a few meters higher in the same master, also in little higher place, and springt der Fluss. Runs along the Rocky right and overhangs and creates this stem. This is at the 5th highest degree of natural conservation. A one-way blue hiking trail under 5 km leads through the shores from Linky to Daruna Plain. The total length of the gorge is 800 meters and takes you about an hour. The gorge is also available for children with six dollars who are not afraid of welche keine Angst zu haben. In the summer of 1934, he was called to the army, Dayan. He fulfilled his attending service as a non-commissioner aspirant. At the 37th and 32nd Regiment in the Wetter. He was discharged from the reserve. So, einzuladen. Pack a couple of stickers for the journey. If you forget them, try to produce them with
Also die haben ja immer diese Holzdinger, diese Holzmorgen. Ich mach das. Die liegen in Tests abläufen. Das ist ja hier bei Tschechen und den Slowaken kein Beruf zu Gang und Gäbe. Aber ich habe ja hier mal drauf. Also mache ich vom Text weg. Geht zu den Koordinaten. Ja, die selbst versucht aus der Hand raus fotografieren oder so. Wie die das überall gemacht haben. So die Fotos, die da das Sticker und Schnitzel in die Fotos. Ist die Foto und nicht als Koordinat, muss auch der Listen wieder. Das ist im Prinzip genauso wie der, was sie in Lavatra gemacht haben. So, hier ist eigentlich der richtige Platz, um sich hinzusetzen und gemütlich einen Pilz zu bilden. Muss ich selber mal ins Telefon gucken? Hier gibt es ja noch einen Earthcatch. Da muss man mal gucken, was da die Aufgabe ist. Benenne die letzten fünf oder benenne fünf Pflanzen, welche hier im Temaska Joyce wohl wachsen. So, das passt, wird schon schwierig. Weil ich mich mit Pflanzen nicht ganz klar auskenne. Dort ist die Area in Hektar auf Nature Reserve. Ja, den locken wir mal von zu Hause aus in Ruhe. Da kann ich nochmal nachlesen, was hier für Pflanzen wachsen. Ja, da ist man hier hochgeklappt, weil man ein bisschen eine Ruhe haben will, abseits von dem größten Strom. Und da rannten hinter mir gleich wieder die Ungarn dort rum. Man läuft eigentlich hier doch relativ alleine. Rebbestor, wo ich damals dort war, da, das war ein richtiger Massenauflauf. Hier hat man, kann man vor und hinter den Leuten immer noch 100, 200, 300 Meter Platz lassen. Ist nicht ganz so überlaufen. Aber Rebbestor hat mir überhaupt nie gefallen. Dieses Massenwohling, was dort war. Ich sehe das Video, was ich da gemacht habe. Hat mir zwar schon gefallen. Ich bin ja gerne irgendwo in der Schweiz oder in Bergen unterwegs. Aber dieses Massenwohling ist irgendwie nicht so mein Fall. Und die brüllen rum, die Ungarn. Die hörst du ein bisschen hoch. Die sind wieder da unten irgendwo. Die machen einen Krach. Die Route, die ich von im Internet gefunden hatte, die vorher mal einer erstellt hatte hier bei Autsch.
Outdoor Activity. Da heule ich immer meine Runde. Beziehungsweise legt sie euch selber an. Da ich jetzt aber keine Lust hatte, mir hier lange zu suchen und zu machen, habe ich mir eine gesucht, die da offen für alle war. Habt ihr auch bis jetzt nie bereut, sag ich mal. Da ist aber hier einen Kilometer weiter noch ein Test gibt. Da hinten geht der Weg hoch. Ich weiß nicht. Da ist ein Kilometer weiter dann vom Ende der Route oder einen halben Kilometer noch einen Cache gibt. Und ich stimme mir den natürlich dann auch noch voll. Ja, ich mache das teilweise ein bisschen blöd, da ist es gut, dass du hier diese Festhalteketten hast. Die Felsen sind teilweise ganz schön glatt. Sein, aber also was wollten die haben? 5 Pflanzen, ne? Wir haben jetzt Eichen, Buchen, Himbeeren und Vorn brauchen wir noch etwas. Brennnesseln sind Mogel. Oder schreiben mir einfach 5 Bäume. Ich sag mal, die Route geht bestimmt nur deshalb nochmal bis in den Ort hoch und dann erst wieder runter. Weil der Ersteller mit seiner Family dort im Häuschennetz war. Aber da kann man ja dann auch noch einen sterbenden Hopfentee und bestellen. Vorher gehen wir erstmal ein Stück weiter und gucken, ob wir den Cache finden. Das Häuschennetz werden wir erstmal noch tangieren. Müssen wir erstmal gucken, wo der Cache hingeht. Hier gibt es tatsächlich eine Ziegelei hier links. Und einen, der seinen Kopf immer in den Sand steckt. Oder in der Eier. In meiner Karte ich nutze Locus und die normale Standardkarte, die kostenlos dazu kommt, da ist ein Weg eingezeichnet. Ich dachte, das war der, wo ich reingegangen bin, aber der hörte hier im Wald auf. Wir haben es aber noch 15 Meter bis zum Test. Theoretisch kann man ja auch auf der Wiese hier langlaufen. Ja, hier ist schön ruhig. Keine Leute mehr. Die sind alle wirklich bloß bis zum Häuschennetz unterwegs. Weiter geht keiner von denen. Und irgendwo 150 Meter muss der Cache dann kommen.
Ah. Kösch liegt hier 125 Meter. Aber wenn ich den Himmel so angehe, überlege ich, ob ich mir das Kostinetz hier oben erspare und dann lieber doch gleich runterrenne, dass ich, wenn es anfängt, im Auto bin. Ach, ein sowjetisches Denkmal. Ja. Kann kein Slowakisch. Aber wegen den Himbeeren nicht zu empfehlen. Die sind lecker. Und wenn ihr bloß die nehmt, die hier ziemlich weit oben hängen, da ist es unwahrscheinlich, dass die hier einen Fuchsbandwurm dran hast. Oh, hier. Geh hoch. Meint ihr das mit hochgehen? Wofür ist denn das gut? Ja, hier liegt der Cash. Also, Körper mit Stift bzw. Kugelmine. Tja, was kann das mal gewesen sein hier? Könnte sein, dass die hier irgendwas reingestellt haben, was dann eine Stunde gebrannt hat und geleuchtet. Ja, zu Ehren des Denkmals hier. Kommen wir wieder zum Biergarten. Und ich fühle mich jetzt wie der alte Mann auf dem Gambrinus-Etikett. Ich bin noch nicht ganz so alt bin. Und deswegen werde ich mir jetzt noch ein Bier fallen. So, die haben hier noch super Speise. Für ein Sladi Basank zahlst du hier nur 2 Euro. Jetzt geht es jedenfalls ein Stückel durch den gleichen Weg zurück und dann geht es nach rechts weg. Aber man kann gar nicht Skifahren heute. So lift ich aus. Ja, hier ist der Cache. Wobei, ich habe mir schon alles gepackt, also die Cola-Dose lag mit drinne. Das finde ich eine Sauerei, die nehme ich mit, die packe ich ein, die haue ich unten im Dorf weg. Das ist scheiße, was ihr macht. So, und hier ist der Cash. I asked the Slovenian geocacher, are you all? Leave your Wicht in the woods, or is it one of thousand? It's not so good. Ja, der Weg wird sich jetzt wahrscheinlich so im Zickzack am Lift hier entlang bewegen. Und da haben wir ja heute eine schöne Runde gedreht und auch ein paar Cash geschafft. Ist eine super Gegend hier.
erinnert mich auch so ein bisschen an die Leitung. Mir bleibt nicht aus Sport. Ja, ich habe mir die Runde gerade noch mal angeguckt. Ich komme ja eigentlich so ziemlich genau dann an der Pizzeria unten raus, wo ich gestern Abend war. Also bin ich ja gleich da. Ich muss doch nicht nochmal hier hoch. Nur der Lift. Da unten sind wir doch schon. Hier, gucke. Ja, quasi einmal um den Berg bin ich heute gelaufen. Und nochmal hoch, dann auf der anderen Seite. Ich bin quasi die Runde gelaufen, aber dann hier oben, hier irgendwo runter. Ja, haben wir heute eine schöne Runde gedreht. Die Gegend gefällt mir auch ganz gut. Ist so ein bisschen wie in der Sächsischen Schweiz mit den Leitungenwegen und so. War gut. Ja, Kneipen gibt es ja drei in dem Dorf. Das eine ist die Pizzeria, wo ich gestern war. Dann gibt es weiter oben. Da bin ich vorhin vorbeigekommen, hatte aber keinen Akku mehr in der Camp. Da gibt es noch eine, die haben auch einheimisches Essen. Aber ich weiß nicht, ob ich heute Abend schon wieder essen gehe oder so viel Hunger habe ich eigentlich gar nicht. Dann, das fand ich ja süß. Die haben hier eine kleine Bar. Ist ja so wie eine Kneipe mit. Ich zeig dir dann mal im Bild. Die haben auch so eine kleine Terrasse. Und da gibt es aber mehr oder weniger bloß Getränke dort. Aber das ist der Einkaufsladen, der Tante Emma Laden aus dem Dorf. Der Dorfkonsum. Die haben vorne haben sie eine Bar, wenn du reinkommst. Und wenn du dann weiter hinter gehst, hast du einen großen Laden Dresden. Wie ich das aus Dresden kenne, wir haben in einem Haus gewohnt, da war auch so ein Tante-Emma-Laden drin. Die Frau Wagner oder der Herr Wagner hat ihn geführt. Hast du auch so einen alten Holzdresen gehabt und hast ihm sagen müssen, was da haben willst. Die Frau Opa wurde Englisch, da konnte ich dann auch sagen, aber ich wollte ja eh bloß zwei Brötchen oder Hörnchen fürs Frühstück und dann mal eine Flasche Bier für heute Abend. Mehr brauchte ich ja eigentlich. Ich werde dann auf alle Fälle noch mal kleine Runde am See lang gehen. Es sind bloß 300 Meter oder so, also ist ja nicht mehr viel. Wo der Fluss reingeht, dann ist eh weiter hinter ein Fluss noch lang zu einer Brücke. Das wollte ich heute nicht mehr laufen. Jedenfalls, da vorne gibt es noch irgendwo einen Cache. Das war, glaube ich, vor der Brücke, vor dem Fluss noch. Ja, ich habe ja schon ein Video dazu gemacht, wo ich mich aufgeregt habe, dass der Ravensburger Verlag die Karl-May-Bücher teilweise vom Markt genommen hat. Finde ich eine irre Sauerei. Wegen so ein paar primitiven Sprachpolizisten. Nehmen die das einfach runter, weil die nicht alle Leute zufriedenstellen können. Du findest immer welche, die sich über irgendwas aufregen. Da kannst du nicht einfach irgendwas, was schon seit Jahren läuft, vom Markt nehmen. Ich finde, die Demokratie geht langsam den Bach runter. Alles wird verboten. Du darfst nicht mehr sagen, du musst wieder wie zu DDR-Zeiten einmal überlegen, was du sagst und wie du es sagst, damit dich keiner falsch versteht. Früher wurden Meinungen anderer Leute akzeptiert. Dann wurde höchstens mal gesagt, gut, ich sehe das nicht so, überdenk deine Sache mal. Aber
Heutzutage kriegst du noch gleich Kälte von allen. Terror ohne Ende, schlechte Bewertung. Denkt bloß an den Juden hier, der gelogen hat. Der gesagt hat, die hätten den dort praktisch beleidigt und was weiß ich. Das geht alles gar nicht. Wäsch nicht mal Wasser kochen. Was sie da wegen so ein paar Dummschwätzern komplett mehrere Bücher vom Markt nehmen, geht gar nicht. Zumal ja Karl May eigentlich das auch mit angeprangert hat, wie die Indianer damals ausgebeutet und unterdrückt wurden. Das geht immer mehr wie Richtung Nazi-Wäschen. Es gilt keine Meinung mehr, außer der von ein paar wenigen, die Krach machen und bärisch laut sind. Und wenn du was dagegen sagst, dann wird dein Haus oder dein Auto angezündet. Geht gar nicht. Ich sag mal hauptsächlich die ganz Linken, die reden von Toleranz und was weiß ich, gegen Andersdenkende und was weiß ich. Aber sobald du anders denkst als die, hört's mit der Toleranz auf. Ja, schimpft mich wohl wieder als Nazi. Ich habe ja schon im Video, ich habe nie, eigentlich nie was in die Richtung gesagt. Aber irgendwo bei einem Video hat einer drunter geschrieben, ja, Ossi-Nazis und was weiß ich. Wahrscheinlich bloß, weil, ich sag mal, weil ja republikweit alle Dresdner als Nazi gelten. Was, wo bist du geboren? In Dresden? Ach, du bist ein Nazi. Hau bloß ab. Mit dir rede ich nicht. Es gab mal eine Zeit, vor allem kurz nach der Wende. Da konnte man mit allen reden, auch mit Linken, und die haben dich nicht gleich versucht niederzumachen oder sowas. Und ich muss dazu sagen, ich habe mich eigentlich schon immer so mehr links tendierend gesehen. Ich habe zwar meistens so, ja, ich sag's einfach mal, ich habe meistens so CDU und in die Richtung gewählt, weil links wollte ich nicht unbedingt wählen, weil ich nie wieder sowas wie DDR wieder haben wollte. Und ich sag wirklich so, BRD entwickelt sich langsam zu einer Diktatur. Und zwar einer Diktatur von ein paar wenigen Verrückten, die allen alles aufdringen, was die selber haben wollen. Weil die Fresse offen machen und sich nie einschüchtern lassen und auch mal mobmäßig durch die Gegend rennen. Hier Hamburg, 2017 war das. Und 2017 war das auch, wo dieser, das war so ein Professor, der wollte so ein bisschen erforschen, woher Pegida kommt, weswegen, was haben die für Ziele und was weiß ich. Die sagen, die gehen spazieren, aber die gehen gar nicht spazieren. Die laufen durch die Innenstadt und plägen. Ja. Weil die dort demonstrieren, die setzen sich, glaube ich, dafür ein, dass in Dresden die Innenstadt verkehrsberuhigt wird. Glaube ich, Was? dafür demonstrieren die, dass nicht mehr so viele mit dem Auto dort fahren und mehr mit dem Fahrrad lieber. Was? Ja. Und dass die Regierung jeden ein Fahrrad schenkt. Da glaube ich, dafür demonstrieren die dort. Oder vielleicht nicht schenkt, aber vergünstigt. Dass jeder vergünstigt ein Fahrrad kriegt. Was?
wenn die demonstrieren, was sie immer rufen. Die rufen immer das Volksfahrräder, Volksfahrräder. Und war dahin deswegen auch immer auf den Pegida-Demos mitgucken gewesen. Prompt hat denn sein Auto gebrannt und ich weiß gar nicht, der Haus hat uns glaube ich auch schon mal versucht anzuzünden. Ja, jedenfalls habe ich da gestern ziemlich, da bin ich doch schon ein bisschen erschrocken, als ich das gehört habe. Mit den Karl-May-Büchern. Da hatte ich dann gestern Abend noch ganz schnell ein Video zusammengeschossen, wollte es hochladen. Dann hatte ich mir gedacht, nee, muss nicht sein, ich habe nicht so viel Internet jetzt, das müsste man irgendwo machen, weil da kostenloses WLAN hat. Ja, ich könnte hier vor die Kneipe fahren, da habe ich. Vielleicht mache ich gleich heute Abend nochmal ein Video von meiner kleinen Uhr jetzt hier und stelle mich morgen mal eine halbe Stunde oder eine Stunde vor die Kneipe. Jedenfalls in der Pizzeria hat sie kostenloses WLAN. Ne, aber irgendwie könnte ich mich schon dran gewöhnen ans Autoleben, sag ich mal. Von da nach da und da nach da fahren, überall mal was angucken. Einzige, was mir fehlt, ist, du müsstest mehr, also Internet müsste besser klappen. So richtig preisgünstiges Angebot habe ich noch nie gefunden für mobiles Internet. Eigentlich zahle ich ja zu viel, weil ich direkt bei Vodafone den Vertrag habe und habe 10 Giga Datenvolumen. Und na gut, Telefon und SMS Chat interessiert eigentlich keinen. Das kann man gar nicht alle telefonieren. 10 Giga pro Monat sind doch ziemlich knapp bemessen. Zumindest wenn du unterwegs bist. Wenn ich so die Woche über arbeiten gehe und abends meistenteils, also gerade jetzt im Sommer oder so, schlafe ich auch gerne mal im Auto und bin mal gar nicht allzu weit weg von der Arbeit irgendwo ins Grüne. Aber unterwegs. Gerade wenn du noch mal was nachlesen willst und abends mal eine Route raussuchst, was du laufen oder fahren willst, da wird die ganze Sache ziemlich klar.